Hallo schön Leute, willkommen zurück zu Star Ocean. Oh, er hat sich umgedreht. Fies. Just keep your cool. Make the most of our... Hallo. Warum? Danke. Man kann schon fragen, warum trifft es ihn nicht? Wonderful. I'm so glad everyone's safe. Es ist echt böse, dass man da nicht mehr hochkommen kann. Oh. Jedes Mal. We must make the most of our training. I was just getting warmed up. Bring him on. Oh, guck mal, unser Erfahrungsding ist wieder auf 3. Das ist gut. Wenn ich jetzt gerade auf die Karte gucke, dann sehe ich nichts, weil man die Karte nicht bewegen kann. Das ist natürlich sehr blöd. Das möchte nicht. I was just getting warmed up. Bring him on. Das kann man aber trotzdem nicht machen, selbst mit ihm nicht. Wir müssen da oben lang. Ja, da geht's nämlich weiter anscheinend. Oh, ich würde aber lieben gerne mich heilen. Och Mann, ist das fies. Und ehrlich gesagt habe ich noch Bock, ein paar Krabben zu töten. Oh, scheiße, er blockt! Hilfe! Wir löschen alle Krabben hier aus. Super, dass der Angriff funktioniert hat. Nicht. Da haben wir sogar mittlerweile mal 4. Daily training is the key. Ja. Oh Mann, ich würde das so gern wieder hoch. Und Blaubeeren finden wir einfach nichts. Das ist total gemein. Das ist echt ein gemeines Spiel. Come on, now's our chance.
Now's the time to strike. I was just getting warmed up. Bring him on. Come on, now's our chance. Now's the time to strike. Perfekt. Ist hier wieder nicht. I was just getting warmed up. Bring him on. Oh, warte, hier ist noch was. Geil. Seetang. Ich habe nämlich total viel Angst zu progressen, ohne mich heilen zu... Also ich kann mich heilen, aber ich will es nicht machen. Aber die sieht mich nicht an, das ist gut. Was kann man von Blindzeit nicht machen? I was just getting warmed up. Bring him on. 3 Erfahrungspunkte. Das ist plus 40%, wie? Ja. Aber ist es nicht die Höhle, wo wir vorher waren? Doch, das ist die Höhle, wo wir vorher waren. Das heißt, wir können vielleicht sogar zu dem Punkt zurück, wo wir uns heilen konnten. Das gefällt mir. Doch, doch, doch. Das ist die gleiche Höhle. Muss ich nur gerade irgendwie wieder gucken, wie wir zum anderen Ende kommen. Das sollte aber auch nicht so weit weg gewesen sein. Ich dachte schon, was mir jetzt passiert. Nein, Zubat. Ja, ich hab irgendwie so ein... Dass ich Fledermäuse meist Zubat nenne. Das ist einfach nur... Aber zu diesen Fledermäusen passt es perfekt, weil sie sind genauso nervig. Und jetzt geht's auch auf. Was? Das ist natürlich wieder typisch ich, ne? Hier runter, glaube ich. Warte, wo bin ich? Nee, ach Gott, das war da oben. Ah, nein! Plus kein Kampfstand, wo wir im Nachteil sind. So, erstmal hier saven. Falls, naja, wer weiß, irgendwas passiert. So 30 Minuten des Spiels will ich nicht nochmal wiederholen, tatsächlich. Ist nicht unbedingt in meinem Plan. So. Schön. Ich habe keinen Bock, meine Bonustafel zu zerstören. Deswegen werde ich dich bekämpfen. Ich meine, wir können uns ja wieder heilen, zur Not. Deswegen ist es mir eigentlich gerade ziemlich egal. Ja gut, aber diesmal hat es eigentlich gut funktioniert. Ja, jetzt ist auch mal der Level hoch. So, wollen wir einfach gleich nochmal runterspringen. Ich meine, das hier wäre halt so eine typische Grind-Ecke, ne? So.
Du springst halt die ganze Zeit runter, bekämpfst die Krabben. Läufst nochmal durch die ganze Höhle. Ja. Und bekämpfst die nochmal. Und heilst dich da oben immer. Das ist so eine typische Grind-Ecke eigentlich, rein theoretisch. Rein theoretisch wäre es nicht schlecht, wenn wir das machen, aber naja. Soll euch ja auch mal das Spiel zeigen. Deswegen springe ich jetzt hier auch an den Gegnern vorbei. Das haben wir schon gehört. Ach, Präventivangriff, ich dachte gerade schon. I was just getting warmed up. Bring him on. Aber wirklich, also dies, wie wenig man halt bekommt, obwohl ich den ganzen Boost und sowas habe, also. Die Gegner sind echt scheiße. Eieiei. Also ich liebe Square Enix für diesen Rennbutton. Was ist hier los? So. Und jetzt mal wieder zum Schiff, ne? Das war das Ziel. Ja, ich denke mal. Ja, ich scheiß mal jetzt auf die ganzen Encounter, weil die sind, die bringen uns sowieso so wenig Erfahrungspunkte, das lohnt sich gar nicht. Also 3 Erfahrungspunkte, der wird jetzt nicht so einen großen. Okay, gut, den müssen wir machen. Was? Okay, da war gerade irgendein Setting Key. Sehr gut. Useful experience indeed. Ja, er ist Rang 3 jetzt dadurch geworden. Ey. Vielleicht war es nicht ganz umsonst. Obwohl ich auch nicht mal wirklich weiß, was der überhaupt kann. Ja, hier bin ich auf jeden Fall falsch. Boah, halt, habe ich mich erschreckt. Raimi. I was just getting warmed up. Bring him on. Ja, hier kommen wir zurück. Oh, was haben die hier aufgeschlagen? Das. Das ist eine eldarianische Feldbasis. Sie werden als vorgefertigte Einheiten hergestellt und lassen sich dadurch sehr schnell aufbauen. Unglaublich. Captain Grafton ist in der Nachrichtenzentrale. Er ist einer der wenigen Captains, die uns noch geblieben sind. Warum siehst du dich nicht zuerst auf der Station um? Du kannst später noch mit dem Captain reden. Alle anderen sind in der Station. Ich habe mich nur ein wenig nach guten Anstellungen gesehen. Oh, hier gibt's einen Laden. Ein Erdenmädchen hat mich um meinen Job gebeten und ich habe sie eingestellt. Unser Laden ist also ziemlich integriert, wie auch immer. Wie kann ich was für sie tun? Oh? Was ist der Silberarmring? Mit der Kraft des Windsteins. Lehrt Kenntnisse in Anthropologie, Pflanzenkunde, Erste Hilfe, klingt sehr gut. Was? Ach. Ich kaufe mir auch den Bogen. Und einen Silberarmring.
Weil Erste Hilfe könnte ja Ding sein. Heilung. Okay, wie mache ich das jetzt? Ausrüsten? Wie mache ich das jetzt? Hier. Lertkind ist in erst so. Ah. Verstehe, okay, warte. Kenntnisse. Hier. Tritt ein Schaden durch den Feind ein, können 20% des Schadens als TP wieder aufgefüllt werden. Was? Okay, das hatte ich tatsächlich nicht erwartet. Um ehrlich zu sein. Ist das hier? Auch nochmal ein Laden. Aha. Aber davon kaufe ich mir auf jeden Fall mal ein paar. % der MP. Kann sich auch ein paar mitgehen lassen. Giftheilung sowieso. Und das hier, ja, das sollten wir vielleicht. Ja, komm, kaufen uns zwei. Hier gibt's auch nochmal einen Speicherpunkt. Hä, was? Ein Notfall so plötzlich? Ist dem Captain nichts passiert? Und was ist mit. Was ist mit der Crew? Der Rest der Crew hat zu tun, aber ich sitze hier einfach nur rum und langweile mich. Brauchst du ein paar Ratschläge? Nee, das kenne ich doch alles schon. Das habe ich mir alles angeguckt. Auf Screen. Ja gut, da geht's nur raus. Hallo Face, wie schön, dass du wieder heil zurück bist. Ich hab mir Sorgen gemacht. Ja. Okay, hier, komm mal her. Ja, erst gerade hier und schon haben wir uns verlaufen. Willkommen, wie Sie vermutlich wissen, bin ich Airi, die leitende Ärztin der Erkundungsbasis. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ist ein paar Betten frei, wenn Sie also müde sind, können Sie sich ruhig hinlegen. Das ist die Heilung, die ich meinte. Also von wegen, dass du dich hier heilen kannst. Ja. Hier kannst du dich immer heilen. Also sowas gibt es eigentlich immer in JRPGs. Deswegen hätte es mich stark gewundert, wenn es es hier nicht gibt. Ja, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Hier nicht, hier waren wir gerade.
Was für Kuckuck ist das für ein Ort? Dieses Gebäude, ein Traum, ein wunderbarer Fiebertraum der Wissenschaft. Nun, das ist die Forschungsstation für planetare Entwicklung, der stolze Eldarianischen Wissenschaft. Keine Grenzen, keine Hürden, nichts als die reine Schönheit des Wissens. Genau. Ich hab zwar nicht alles verstanden, aber hey, ich spüre jetzt schon, wie mich der Wissensdurst überkommt. Hallo Erdling, angenehm. Ich bin Wissenschaftler und betreibe Forschung hier. Ach ja, ich habe die verletzten Crewmitglieder vorhin zur Krankenstation getragen. I see. So the Aramia and her crew were... But why? There's nothing unusual. Something definitely happened on the Aramia, sir. The surviving crewmen said as much. And then, there's the matter of the unidentified life form we encountered out there on the beach. I believe there must be some connection between them. Supreme Commander Gagan, may I request an analysis of this object? Very well, I'll see to it. The matter interests us greatly. So, were you surprised? About the aliens, or rather, extraterrestrials. Surprised is not the word, sir. Just look at this base they're constructing. Indeed. All of this is thanks to the Aldarian scientific capabilities. Sir, you were aware of their existence, weren't you? USTA Command and we captains were, yes. So Crow knew too. He's good at that. You never can tell what secrets he's hiding. Unlike someone I know who's like an open book. Cute. With matters being as they are, we've decided to join with the Eldarians in a co-exploration effort. USTA headquarters has approved the plan. Consider yourselves informed. Sir. Understood. Effective immediately, I would like you to form a composite team with FaZe here. FaZe may be young, but he has incredible potential. What he mainly lacks is experience, and this will be an excellent opportunity for him to gain some. If it's not too much trouble, may I ask you to work with him? It's far from trouble, sir. He saved our lives with his powers. It was almost like magic. Ah, yes. Symbology. That is but one of FaZe's many talents. I do hope you'll help me in bringing out the rest of them. Yes, sir. Looking forward to it. And I. You all must be tired from your efforts. Feel free to get some rest. Come talk to me when you're ready to accept your next assignment. Yes, sir. Whoa. Out of my way, civilian. What? What's with him? He's scary. That uniform. He must be with the 13th Eldarian Independent Armored Division. A captain, it would seem. I've never seen him before. But you don't hear very nice rumors about the 13th. Man, that guy means business. Okay, gut Leute, würde ich sagen, machen wir im nächsten Part weiter bei Star Ocean 4, The Last Hope. Und bis dann, ciao.